Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video. Ihr denkt euch so, hä, wo sitzt die denn? Das ist meine neue Videoecke und wie ihr seht, seht ihr nichts, denn sie ist leer. Das Einzige, was ist, ich habe diese Wand rosa gestrichen. Falls ihr mir auf Snapchat folgt, habt ihr das vielleicht schon gesehen. Oder in meinem Vlog von Samstag. Genau. Und ich habe hier ein Regal hingestellt und das hier soll meine Videoecke werden. Und damit hier ein bisschen mehr Deko und so hinkommt, war ich einkaufen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich würde sagen, wir fangen mit Primark an, weil das nur ein bisschen weniger ist. Dann geht das weiter. Ich war nämlich bei Primark und bei Action. Das ist so ein Laden, der ist, ich glaube, das nächste bei uns ist Verl. Und da waren wir drin, also Laura und ich. Und da habe ich das meiste gekauft, aber ich zeige euch jetzt erstmal das für Primark. Und ich glaube, wenn ich das hier gleich alles noch dekoriere, kann ich euch danach noch einblenden, wie es fertig aussieht. Aber das weiß ich noch nicht. Deswegen mal gucken. Wir fangen jetzt auf jeden Fall mal an. Und zwar habe ich mir als erstes bei Primark eine Lichterkette gekauft. Preise blende ich euch ein, aber hier steht jetzt drauf 4 Euro. Das sind so mit Diamanten-Dingern dran. Und das finde ich ganz geil. Die kommt dann hier an die Wand. Ich weiß allerdings gar nicht, ob man das dann im Video sieht, aber mal gucken. Schauen wir mal. Und hier kommt wahrscheinlich noch sowas anderes an. Aber werdet ihr ja sehen. Ja, auf jeden Fall einmal eine Lichterkette. Dann eine Kerze, die riecht nach Pineapple und Ginger. Also hier Ananas und Ingwer. So. Und die riecht so lecker. Die riecht so geil nach Ananas. Das ist so lecker. Ich liebe die. Die hat so 3 Dochte. Ihr wisst schon, was ich meine. So, zur Seite. Und dann kommen auch eigentlich nur noch 2 kleine Kerzen. Das war's bei Primark. So, und zwar habe ich 2-mal eine Red Berry und Jasmin Kerze. Die sieht so aus, die ist so ein bisschen rosa Glitzer. Und riecht auch sehr gut, damit ich mal ein bisschen Kerzen im Hintergrund habe. Ne, halt so YouTube-mäßig, ihr wisst schon. So, und jetzt kommen wir zu Action. Ich kann euch mal den Kassenbon zeigen. Okay. Also, ich habe mir als erstes so ein Brett für die Küche geholt, wo so random Sachen draufstehen, weil ich mehr Kochvideos und so machen will. Und ich dachte, wenn ich dann da halt so Sachen mache, ist das ganz geil, sowas als Untergrund zu haben, weil das ganz schön ist. Deswegen habe ich das mitgenommen. So, dann machen wir weiter. Ich habe mir übrigens bei Primark voll random, aber egal. Achtung. Eine Olaf-Jogginghose geholt. Meine zweite, aber egal, so weg. Dann. Toll. So voll der Riss drin. Egal. Habe ich mir Teelichter geholt. Einmal Red Berries. Ich würde euch sagen, wie viele da drin sind, aber keine Ahnung. 1, 2, 3, 12, 24 oder so. Genau, 24. Die riechen voll gut. Und dann habe ich mir nochmal Mulberries geholt. Auch 24. Und die riechen auch mega gut. So, dann habe ich mir 2 von diesen Gläsern geholt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Tumblr heißen die. Ich sag die ganze Zeit Tinder. Tumblr heißen die, genau. Einmal in so eine Mint, mit so einem Mintdeckel und Mintstrohhalm. Und einmal in Rot. Und da steht auch noch so ein bisschen was drauf. Finde ich ganz süß, falls ich mal Getränke-Videos oder so einen Scheiß mache. Zum Beispiel für meinen Smoothie wäre das geil gewesen. Ah, okay. Dann, voll Home-Deko, aber egal, habe ich mir so ein Thai-Gewürz-Dingsbums mitgenommen. Dann, es hängt fest. Moment. So, dann eine Plastikorchidee, die ich mir hier in den Hintergrund stellen kann. Quasi like this, damit die Katzen da nicht dran knabbern. Plastik. Das nicht, das nicht, das gehört nicht mir. Katzenleckerlis gehört jetzt auch nicht ins Video. Nochmal Katzenleckerlis und Deo gehört auch nicht ins Video. Alles klar. Okay, das lassen wir mal weg. So. Und dann diese letzte Tüte. Dann habe ich mir einmal eine Flasche geholt. Die sieht so aus. Die hat hier noch so ein kleines Ding dran. Und da steht drauf, Home is where the heart is. Und die kommt auch in den Hintergrund. Deo. Die Kerzen, die ich gekauft habe, kommen auch in den Hintergrund und die Lichterkette auch, aber sonst das andere erstmal nicht. Aber ihr werdet es ja sehen. Dann habe ich mir geholt, Love Makes a House Home. Das kommt aber in die Türe. Dann für die Küche, I Love My Kitchen in rosa.
Ich finde solche Schilder nämlich super cool, wie ihr vielleicht merkt. So, dann habe ich mir ein Bild für diesen Hintergrund hier geholt. Da steht einmal drauf, a smile is the prettiest thing you can wear. So ungefähr für da. Ja gut, auch stehen oder so. Alles klar. Okay, dann stellen wir es so an die Wand. Und noch einmal das gleiche, aber mit einem anderen Spruch. Und zwar, do more of what makes you happy. So, die stelle ich dann halt irgendwie so dahin. Sieht doch schon mal besser aus, war da hinten. So, dann habe ich mir vier so kleine Bilder geholt. Die will ich mir, glaube ich, in die Küche hängen. Einmal so eins. Da steht drauf, where there's love, there's life. Dann, love is in the air. Dann das hier, da steht, live well, love often and love much. Und so eins mit irgendeiner Skyline. Was ist denn das? New York? Keine Ahnung. Skyline. Steht auch nicht drauf. Kein Plan. So, und dann, irgendwie dachte ich, ich hätte mehr gekauft. Aber ja gut, dann... noch so drei kleine Herzchen geholt zum Aufhängen. Die kommen aber nicht hier in den Hintergrund. Einmal dieses hier zum Band. Enjoy the little things. Dann, oh, Schuli. Dann das hier. Life is filled with reason to believe. Habe ich gar nicht gelesen. Dann live the life you love. Und das war's auch eigentlich schon. Ich werde euch jetzt noch eine Aufnahme machen von den Dingern, die ihr jetzt schon gesehen habt. Und dann werde ich das jetzt mal anfangen zu dekorieren und werde euch das wahrscheinlich jetzt einblenden. So, das ist es jetzt geworden. Ich bin echt zufrieden damit. Ich finde es voll süß. So ein Mädchenparadies. Das Spiegelwand-Tattoo habe ich übrigens von Groupon. Ich glaube, das hat circa 13, 14 Euro oder so gekostet. Es war nur ein bisschen blöd, weil die Rückseite nicht geklebt hat und ich musste dann selbst das mit doppelseitigem Klebeband kleben. Aber ja gut, mit der Lichterkette weiß ich nicht. Die habe ich jetzt in so einem komischen Viereck da drum gemacht. Keine Ahnung, ob mir das gefällt, aber kann ich ja noch ändern. Ich weiß auch gar nicht, ob man das da oben überhaupt im Video sehen wird, aber naja, ich finde es echt schön. Ansonsten würde ich sagen, beende ich das Video. Schreibt mir mal, wie ihr die Sachen findet. Ich finde sie alle sehr schön. Und mögt ihr solche Home-Deko-Halls? Sagt's mir mal. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich verlinke euch jetzt das Follow Me Around, wo ich mit Laura in dem Laden war und die Sachen gekauft hab. Scheiß Deutsch. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wo ist meine Fernbedienung? Sie ist weg. Here's see.